Wir sind in Fladung. Hier stehen richtige Schätze rum, Leute. Gogo, Jaguar, Enzo Prinz, VW, wieder ein Jaguar. Das andere kann ich nicht erkennen. Und das andere ist ein Fiat Spider, glaube ich. Und ein Dampfwalz haben wir auch. Hier ist gut. Einwandfrei. Gerhard, ja? Da oben am Berg die Kapelle, ne? Ja. Das ist auch schön. Da habe ich schon mal übernachtet. Also nicht in der Kapelle davor. War schon gut. Noch eine wunderschöne MZ da draufstehen, ne? Da haben wir die Reifen gebräucht. Tatsächlich. Die Räder sind ausgebaut. Das ist ja das Ding. Kannst du nicht mal schieben. Hammergeil. Aber die Band vorne ist doch drin. Hier Leute, wenn ihr mal 6 Volt Birne braucht, die sind da drin. 6 Volt Birne ist doch vorne drin, brauchen wir aber nicht, ne? Einwandfrei. Der Motor läuft bestimmt noch. Ja, und Benzin hat es auch noch auf. Gucken wir mal da rein. Ja. Kannst du dich doch erinnern an die alle VW-Busse, wie das da drin war? Cool. So gut. Was ist das hier? Das weiß ich nicht. Das könnten Leute gewesen sein. Nee. Das ist mir zu groß. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Zweitaktmotor. Vielleicht war es doch ein Lloyd. Ich weiß es nicht. Ihr Fachmänner, ihr wisst doch das. Wenn das Lenkrad zieht, das war das immer. Der Motor davon ist klar. Das ist ein Fiat, oder? Ist das ein Alfa? Nein, ein Fiat, ne? Cool. Bis 220 geht der Tacho. Das war mal ein Schnellauto. Jetzt steht doch so da. Schön bei mir. Schmeckt dir das, Würste? Sehr gut. War mal gut. Hast du auch Jägermeister hier? Na klar. Gut. Und dahin ist... Kannst du aber nicht trinken. Ja, hier. Der muss noch ein paar Bratwürste drauflegen. Jetzt sind ja keine mehr drauf. Ja, es geht. Die sind alle aus. Guten Tag. Hallo. Hier, Mädchen. Heute Abend kommt. Ich mach jetzt Werbung für den hier. Der will keine Werbung haben. Nee, der muss ja noch mehr arbeiten. Es ist doch nichts los. Ja. Hier. Guck der, mal die ganzen Reihe an. Ja. Denk, der will ja mit mir schwätzen. Sag mir mal, wo wir hier sind. Wohlmuthausen. Wie? Wohlmuthausen. Ja. Wir sind in Thüringen, ne, ist das? Ja, gut. Schon vor der Rhön. Vor der Rhön. Ja, Thüringen, aber ja. Thüringen auch, ja. Gut. Und sonntags steht er hier und macht Bratwürst, der Kollege. Der steht sonntags da und macht Bratwürst. Ja, es kommt drauf an, wenn was anliegt. Ja. Immer. Gut, und hier gibt es auch noch andere Sachen. Ja. Schnittlauch, Salat. Einwandfrei. Alles, was das Herz begehrt. Hast du hier Gärtnerei oder was? Ja. Cool. Nee, nicht ich, er. Ja. Ich kann nicht mehr. Ist du jetzt noch erwischt hier? Schön, sehr gut. Hier, ich mache ja einen Werbefilm, ne? Da kriege ich aber eins umsonst, oder? Da lacht er sich kaputt. Du dich auch. Ich will ja keine Werbung. Er will keine Werbung, ich mache es trotzdem. Also Leute, hier hat er das Schildsteher, wenn er hier mal durch den Ort kommt. Da steht Kneipe und Handel. Und okay. Nur hier geht es um die Kurve. Hier sind wir also daheim. Also fahrt jetzt einfach an den vorbei hier. Der schwätzt zwar nicht viel, aber dafür sind die Würste günstig. Alles klar. Einwandfrei. Einwandfrei. Hier sind noch richtige DDR-Fahrzeuge. Und er hat auch noch die Flagge gehisst. Einwandfrei.
So, wir sind hier an der Hohe Geber. Das ist auch so ein Ausflugslokal. Und heute sind hier ein Haufen Spaziergänger unterwegs. Da müsst ihr aufpassen. Die laufen auch auf der Straße. Nicht, dass sie da mit 120 ankommt. Und hier, von hier aus mal so kurze Landschaftsfoto. Ganz da oben sind die hohen Berge, ne? Ist klar. Schon cool. Schon gut hier. Hier in Wasungen und hier oben ist schon mal der Turm, hier ist die Burg. Da ist heute Tralala. Gut, wollen wir hier mal so gucken. Das ist über der Stadt, da unten ist die Stadt, das sieht man jetzt natürlich gar nichts. Hier ist es recht cool. Ach, sieht hier natürlich auch gut aus, jetzt noch nicht zwei Portschiffe. Ja, mein Freund, zu viel. Also wir stellen uns jetzt erstmal hier an, genau wie sie das gehört. Jetzt gucken wir mal hier, was hier so gibt. Komm. Ah, hier gibt es Essen. Okay, super. Portionen bestellt, halbe. Rouladen. Sieht doch gut aus. Genau das. Ja, herzlichen Dank. Wunderschöne Melodien, die uns schon viele, viele, viele Jahre begleiten. Natürlich auch bei euch in der Schule gelernt, im Musikunterricht. Meister, was machst du da? Kann man da auch Spiegeleier machen mit? Nee, ne? Ja, man weiß nicht. Heute frage ich immer, ist alles so multifunktional heutzutage, ne? Radio gibt's nicht mehr alleine, ist gleich die Spülmaschine und die Küchenmaschine mit dabei. Alles im Doppel- und Dreierpack. Und dann kommt der mit so einer Technik hier, der junge Mann. Ich sag's euch. Die Paparazzi sind überall, Martin. Hast du schon gemerkt? Au. Hier, mein Freund. Du wirst jetzt weltberühmt. Du bist auf YouTube. Nächste Woche. Da geht's ab. Mal fragen, gell? Weißt du schon? Nee. Ja, willst du nicht, oder was? Ja. So ist das. So, jetzt stellen wir eine ganz, ganz wichtige Frage. Das ist die Frage aller Fragen, bevor man dann heiratet. Wenn der Mann zu seiner neuen Geliebten sagt, steht's allein, kannst du Knödel kochen? Thank you.
geht's weiter mit Lasusek, dem Land Tirol, die Treue und viel Spaß dabei. Das schönste Lied im Tirol. Ehrlich? Gut, um uns zu machen. Dann nehmen wir es nochmal mit auf. Das muss ich ja. Hier, das wäre doch was für Romero. Romero, wenn du uns siehst, melde dich mal wieder. Genau, seh du, dass du dann aber auftauchst. Das sieht aus wie ein Heiligenschein jetzt hier, Leute. Aber neben mir sitzt meine Freundin, die Gisela. Auf jeden Fall, ich muss alles aufbauen, Gisela. Ja? Wir sitzen hier beim Carlo. Das ist ja dein Sohn, ne? Ja. Der macht ja hier die Wirtschaft. Wir wollen mal gerade gucken. Das habe ich aber hier schon mal drauf gehabt. Den Carlo habe ich immer mal drauf. Wir sitzen jetzt jedenfalls hier im Biergarten. Das sind jedenfalls ein Haufen Leute. Junge Leute vor allen Dingen. Da hat er abgedeckt. Heute gibt es nämlich richtig geiles Buffet. Ja, für jeden das Richtige. Da ist für jeden was dabei, ne? Ja, für jeden was dabei. Das macht ihr öfters? Ja. Aber können Sie auch bestellen, eigene Schlachtung. Aber nur mal so, weil du jetzt gerade bei mir sitzt. Du hast doch hier jahrhundertelang die Wirtschaft gemacht, ne? Ja. Aber ich gerade mal gucken, nur mal hier ist der Neujahrs war das. Neben der Kirche vor allen Dingen. Neben der Kirche, ja. Neben der Kirche. Und du bist jetzt so ein bisschen in Ruhestand gegangen. Du machst jetzt mal ein bisschen langsam, gell? Ja, wenn man über 80 ist, kann man in Ruhestand gehen. Was, du bist über 80? 84, ja. Du bist über 80? Ja. Mit denen schon eine blonde Haare, wo du hast. Mach weg. Ich mach's nicht weg. Warte, ich halte mal deine Hände in deine Quanz. Gisela, wir müssen nochmal schwätzen. Das kann doch nicht sein, dass du schon so groß bist. Ich werde schon wieder klein. Aber mit dir, das war auch immer schön, ne? Die Leute hatten auch immer Spaß. Immer Spaß. Da drin hast du immer da. Hat immer gut geschmeckt. Ja. Die waren alle zufrieden. Ja. Ja, so ist das. Ja, gut. Dann wünsche ich noch alles Gute. Alles Gute, genau. Nur das Beste, sehr zu empfehlen. Ja. Also Leute, ihr wisst Bescheid, das ist die Gisela. Und jetzt gucken wir hier nochmal, der grüne Baum. Der Carlo ist natürlich wie immer im Stress, klar. Und dahinter, wo er da davor steht, da ist nämlich sein Grill. Ja. Hier gibt es nämlich noch richtiges Essen vom Grill. Und nicht so eigener Schlachthof. Genau, im Metzgerei habt ihr auch noch den Schlachter auch immer. Ja, eigene Schlachtung. Ja. Alle 14 Tage ein Schwein. Da waren wir doch hier erst da, wo wir da geschlachtet haben. Wir haben wieder Schlachtlager. Ja. Ja. Ach, hier, Moment, Leute, jetzt erstmal hier. Das ist eine Forelle. Ja. Weil Forelle hast du ja auch noch. Das ist die kleine. Die kleine, genau. Große gibt's auch noch. Große gibt's auch noch. Die Weihers sind, glaube ich, hier oben irgendwo, gell? Die Bayer, ja. Ja, die sind gar nicht so weit weg. Ja, die sind nicht weit. Gut. Hier mache ich jetzt kurz die Gisela. Ja. Wir trinken jetzt noch dann den Apfelsaft und dann mache ich mich da auch heim. Ja, gut. Dann alles klar. Schön, dich wieder mal gesehen zu haben. Ja, alles Gute. Du auch. Ja, halt dich tapfer. Du auch. Ich versuch's. Gut. Hast du auch was zu sagen? Nein. So weite Füße tragen. Der sagt nichts mehr. Ich trau mich nicht. Er traut sich nicht mehr. Wem willst du das zeigen?